Hallo meine Lieben und willkommen zu einem weiteren Vlöckchen, sozusagen ein Anhang zum vorherigen Vlog. Ja, wir haben immer noch denselben Tag wie im vorherigen Vlog. Es ist nur mittlerweile Spätnachmittag und ich weiß immer noch nicht, wie viel Uhr es ist. Ja, seit einiger Zeit möchte ich dir gerne mal zeigen, was aus meinen Basilikum- und Tomatensamen geworden ist. Ja, und noch auch was aus den Pflanzen geworden ist, die ich hier eingepflanzt habe, noch vor kurzem. Okay. So, dann gehe ich mal mit dir zu meinen Tomatenpflanzen. So, das ist aus den Tomatensamen, die ich hier eingepflanzt hatte, geworden. Das sind jetzt mehrere Tomaten, wie du siehst. Normalerweise hätte ich die schon längst vereinzelt. Aber wie bereits in einem vorherigen Vlog angekündigt, kann ich mir das hier sparen. Und hier habe ich auch noch welche. Kleinere. Ja, die habe ich jetzt gestern nicht gegossen, deswegen hängen sie gerade ein bisschen. Aber ansonsten sehen die wirklich wunderbar aus. Richtig toll groß geworden. Und hier sind meine, das ist aus meinen Basilikumsamen geworden. Einmal hier und einmal da. Davon ernten wir täglich, mehr oder weniger. Für unsere Gemüsesalate oder gekochten Gemüsegerichte. Die hätte ich normalerweise auch schon längst alle vereinzelt. Aber aus dem gleichen Grund habe ich das auch nicht getan. Aber Gaia und sein Freund, der hier auch mitwohnt, können für diese und auch die anderen Pflanzen, die ich noch, also die was geworden sind von denen, die ich eingepflanzt hatte, weiter verwenden. Mehr dazu aber in einem anderen Vlog. So, dann hatte ich hier auch Tomaten eingepflanzt. Daraus wurde nichts. Und also zwei hatte ich da extra eingepflanzt. Falls eine nichts wird, aber wie es aussieht, sind beide nichts geworden. Das ist nun. Nee, das gehört da gar nicht hin. Ja. Und hier hatte ich auch zwei eingepflanzt. Die sind auch nichts geworden. Das war aber auch deshalb, weil ich sie mich am Anfang gut drum gekümmert habe. Und später dann nicht mehr, als ich wusste, ja, was sich demnächst hier verändert. So, was war noch? Ach ja. Dann hatte ich hier einmal diese Paprikapflanze von oben von meinen Terrassen, also ausgegraben und hier wieder neu eingegraben. Die ist auch sehr gut angegangen. Ja, kriegt jetzt auch dann die ersten kleinen Blüten. So, und hier habe ich zwei direkt nebeneinander auch eingepflanzt. Diese hier will einfach nicht so recht. Keine Ahnung warum. Dabei behandle ich sie genau gleich wie diese hier. Die sieht richtig super aus. Die hatte schon geblüht, bekommt aber auch noch neue Blüten. Und hier, das hier ist die erste kleine Paprika. Ja, von der ich leider nichts mehr haben werde. Aber zumindest Gaia und ja, unser Freund. So, dann hatte ich hier noch so einen grünen Kohl eingepflanzt. Der ist auch super angegangen, ist auch schon schön gewachsen. Den gleichen hatte ich hier auch angepflanzt, aus dem ist wieder mal nichts geworden. Warum auch immer. So, und die zwei Lauchzwiebeln, die habe ich direkt in den Töpfen gelassen. Einmal hier, da schnippeln wir dauernd was von ab. Und einmal hier, da davon auch.
Genau, die habe ich erst gar nicht eingebuddelt, weil es nichts bringen würde. Hier jetzt. Dann habe ich hier ganz versteckt einen meiner Salatköpfe eingepflanzt. Der war am Anfang super, habe ich auch zwei, dreimal geerntet, aber irgendwie will er auch nicht mehr so richtig. Ja. Und der Rest ist in dem kleinen Beet von Gaia. Das zeige ich jetzt nicht. Das hatte ich dir schon mal zwischendurch gezeigt. Das war eigentlich auch soweit alles gut angegangen. Es war heute schon zwischendurch richtig heiß. Heute Vormittag hatte es ja genieselt. Mittlerweile nieselt es wieder ein bisschen. Aber ja, das tut ja den Pflanzen gut, also schadet ja nicht. Von daher ist das ganz okay. Mich hatte eine von euch angefragt oder gesagt, sie würde sich riesig freuen, so in der Art, wenn ich hier mal das ganze Gelände und unsere einzelnen Bereiche zeigen könnte. Das wollte ich, oder dazu wollte ich mich eigentlich in einem der neuen Q&A-Videos zu äußern, aber ich habe mir gedacht, das kann ich jetzt auch hier gerade schon in dem Video machen, dann weißt du schon Bescheid. Und zwar werde und kann ich das nicht tun. Ich kann hier so ein ganz klein bisschen so kleinere Bereiche zeigen, mehr aber nicht, da ich unserem Freund versprochen habe, dass ich es nicht tun werde, weil er es nicht möchte. Des Weiteren gehören uns ja diese Terrassen nicht und es könnte sein, dass der Besitzer da vielleicht auch was dagegen hat, ja, wenn das im Internet veröffentlicht wird. Ja, dann weißt du warum. Was war noch? Es war noch was, was ich euch noch sagen wollte. Muss man wieder mal kurz überlegen. Ja, Julian weiß mittlerweile über die Veränderung hier Bescheid. Er hat es aber nicht durch mich erfahren, sondern durch unseren Freund, der unser Freund vor mir bei ihm war. Aber ich habe mich noch nicht von ihm verabschiedet. Ich war zwar noch einmal bei ihm, also und auch bei mir oben, aber verabschiedet habe ich mich noch nicht, weil ich hatte dir gesagt, dass ich noch auf drei bestimmte Dinge hier warte, bevor der Stein anfängt zu rollen. Zwei der Dinge, also das sind Briefe, auf die ich warte. Zwei von den Briefen sind mittlerweile angekommen, aber der dritte noch nicht. Und es ist noch ein weiterer unterwegs, auf den warte ich auch noch und höchstwahrscheinlich noch ein Päckchen. Ja, das werde ich alles noch abwarten. Und erst dann werde ich mich von ihm verabschieden. Ja, das heißt, dass ich in der Zwischenzeit, ich schätze mal, dass das zwischen ein und zwei Wochen noch dauert, auf jeden Fall noch mal ein, zweimal zu ihm hochgehen werde. Und mittlerweile ist es so, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ist ja jetzt wieder ein bisschen Zeit vergangen. Und mittlerweile ist es, glaube ich, nur noch ja, circa anderthalb Wochen, bis die Veränderung hier eintritt. Ja, und wenn die Briefe und das Päckchen in der Zeit nicht alle gekommen sind, dann, ja, dann kann es sein, dass ich dann, ja, weiß ich noch nicht, also entweder trotzdem noch hier bin, mal sehen, oder dann in der restlichen Zeit wieder bei mir oben bin, obwohl ich das nicht wirklich möchte, ja. Warum erfährst du auch noch, auch wenn du es jetzt gerne schon wissen möchtest, ne? Ja, es dauert ja noch ein bisschen, deswegen brauchst du das jetzt auch noch nicht wissen. Was war sonst noch? Ach ja, und ich möchte auch zwischendurch noch mal zu mir hoch, weil in meinem Haus, also wenn es sehr windig ist, so wie es eigentlich jetzt, weiß nicht, seit anderthalb Wochen täglich ist,
und mir das, dieser starke Wind, das Videodrehen erschwert. Also wenn ich jetzt halt zum Beispiel eben ein Q&A-Video drehen möchte für so einen einfachen Vlog, sehe ich es jetzt nicht so eng, aber ja, für andere Videos ist es nicht so förderlich. Ja, dann ist es, wäre es gut, wenn ich in dem Häuschen wäre in der Zeit. Da kann ich dann, ja, habe ich 4 Wände und ein Dach und kann auch den Vorhang vor die Tür machen und dann windet es da drin nicht so. Nur wenn es eben nicht wind, oder ja, nee, wenn es windig ist, klar. Sorry. Ja, aber es ist halt auch, selbst an Tagen, wenn es windig ist, ist es zwischendurch trotzdem immer mal sehr heiß. Und das Häuschen heizt sich halt zurzeit sehr auf. Und da kann ich es tagsüber dann kaum drin aushalten, weil es dann das so stickig drin ist, wenn ich da den Vorhang auch noch schließe. Ja, es sind einfach nicht so optimale Voraussetzungen, weder hier noch dort, für wichtige oder vernünftige Videos, sag ich mal. Ja, mal sehen. Wird schon irgendwie werden, ne? Ja. War sonst noch was? Ja, ich glaube, das war's. Ich hoffe es zumindest, dass ich jetzt alles wieder gesagt habe, was ich dir sagen wollte. Jo. Dann, ach nee, genau, ja, doch, mir ist jetzt noch was eingefallen.